Ja, nach den tagesaktuellen Nachrichten, das Duell der Giganten Hans-Werner Sinn gegen Christian Felber und Thilo Jung aus der linksextremeren Seite gegen Markus Krall bei KenFM. Ja, und das alles gegen die nextscientistsforfuture.de. Das große Duell, denn es geht ja schließlich darum, ein wahrhaftiges Bild der Welt zu bekommen. Ja, die nextscientistsforfuture.de sagen ja, die einzigen, die ein wahrhaftiges Bild der Welt haben. Und aus naturwissenschaftlicher Sicht ist es ganz klar, es gibt immer nur 1000 unwahre Weltbilder und ein wahres. Es kann nicht zwei wahre Weltbilder geben. Die Welt ist so, wie sie ist, und entweder man erfasst sie, wie sie ist, oder man erfasst sie nicht. Ja? Und deswegen geht es darum, welches dieser vier Weltbilder ist das Wahrhaftige, und das, wie heißt es so schon, quod erat demonstrandum, was zu beweisen beziehungsweise aufzuzeigen oder zu demonstrieren wäre. Und das wollen wir heute demonstrieren. Aber wir fangen an mit den tagesaktuellen Nachrichten. Geht ja erstmal wieder los mit Covid-19, Corona. Schluck Wasser. Ja, die Frage ist, wird Donald Trump gerade wieder vernünftig? Also eine Zeit lang hat er sich ja so gebärdet, als würde er, wäre er die rechte Hand seines pharmazeutisch-industriellen Komplexes im Lande, obwohl er doch selbst vor kurzem noch die Opioidkrise im eigenen Land hatte, wo er doch gesehen hat, dass eine einzige Pharmafirma 200.000 Menschen in den Tod getrieben hat, um des Geldes willen und so weiter. Also müsste er eigentlich einen Blick doch dafür für die Gefährlichkeit bekommen haben. Und jetzt scheint er aber sozusagen so die Kehrtwende machen zu wollen, nämlich hier, ich nehme den Pharmakonzernen jetzt doch die großen Profitmöglichkeiten weg und stelle normales Leben her. Und es ist klar, wenn dann normales Leben hergestellt ist, wird niemand mehr die Impfungen kaufen. Also würde er sozusagen. Aber es ist jetzt schon so, jetzt bekommt natürlich Trump weltweit den Zorn von der weltweiten Big Pharma zu spüren, ne? Denn die merken ja jetzt, dass der Trump ihnen das amerikanische Geschäft wegnehmen will. Denn wenn die amerikanische Wirtschaft wieder läuft, und eben dann plötzlich ja eben sich zeigt, dass die Leute trotzdem nicht wie die Fliegen sterben, dann wird niemand mehr diese Impfung kaufen. Ne? Und das jetzt macht natürlich Big Pharma weltweit Druck über die Medien natürlich, dass sozusagen er dieses Geschäft der Big Pharma weltweit nicht kaputt macht. Ne? Ja. Dann haben wir doch mal wieder das Einwandern der. Wir haben jetzt, Deutschland will angeblich mindestens 350 von diesen minderjährigen jungen Männern, denn Frauen, junge Mädchen kommen ja praktisch nicht, ne, ins Land lassen. Da stellt sich wieder die volkswirtschaftliche Frage, ja. Die wir jetzt gleich auch mit Hans-Werner Sinn diskutieren werden, ja. Dem berühmtesten Professor für Volkswirtschaftslehre in Deutschland, selber aus einer Lastwagenfahrerfamilie, die dann zur Taxifahrerfamilie wurde und dann und so weiter. Und er ist eben das einzige Kind gewesen, das es überhaupt von seiner Schule aufs Gymnasium geschafft hat. Und er ist eben jetzt der bekannteste Volkswirt geworden. Das ist ja schon mal wieder ein Beispiel dafür, dass also auch ein ganz normaler Lastwagenfahrer durchaus auch eine Lastwagenfahrerfamilie zu den intelligentesten Familien des Landes gehören kann. Und dann, wenn da noch ein paar glückliche Mutationen und genetische Einflüsse dazukommen, also genetische Neukombination sehr glücklich verläuft, dann kann da eben auch mal ein ziemlich intelligenter Professor bei rauskommen, ja.
Aber wie gesagt, dazu muss schon diese Lastwagenfahrerfamilie schon außergewöhnlich hochintelligent gewesen sein. Denn Wunder gibt es in der Evolution nicht, ne? Und deswegen ist jetzt auch die Schlüsselfrage, ja, sind diese Leute, die mit niedriger Qualifikation und jetzt diese Jugendlichen haben ja erstmal gar keine berufliche Qualifikation, bringen die einen ausreichend hohen Intelligenzquotienten mit oder werden sie unserer Volkswirtschaft schwersten Schaden zufügen? Wie gesagt, nochmal das Motto, Naturwissenschaftler sagen Multikulti gerne, aus aller Welt bitte die Besten zu uns, ne? Denn das stärkt unsere Volkswirtschaft und lässt uns alle reicher werden und ermöglicht uns dann auch mit den Reformen der Next Scientists for Future.de dann auch eine reichere und glücklichere und langlebigere und viel gesündere Zukunft. Ja? Also dann haben wir alles auf einmal. Ja? Deswegen ist Multikulti mit den Fähigen aus aller Welt, die sind herzlich willkommen und die werden natürlich dann auch noch angelockt, wenn in Deutschland man viel glücklicher, viel gesünder und viel länger lebt als im Rest der Welt, dann wollen natürlich alle Reichen zu uns und alle Fähigen und alle Qualifizierten zu uns, also schlichtweg alle Intelligenten der Welt zu uns. Nur die Frage ist halt jetzt wieder, ob diese 350 Minderjährigen, wenn die vom Intelligenzquotienten aus diesem Bereich stammen, dann schießen wir uns wieder mal ein Eigentor von wegen Gutmenschentum, ja, und schwächen wieder unsere Wirtschaft, ne? Und diese Minderjährigen, wie gesagt, das wird man sehen, ne? Ob die noch bildbar sind und ob die genügend Intelligenzquotienten haben, um dann nach einer guten Ausbildung wenigstens im beruflichen Qualifikationsbereich hier zu liegen, also wenigstens ein bisschen überdurchschnittlich dann sind. Na, das wird sich zeigen, ne? Ohne Intelligenztest ist so eine Zuwanderung immer lebensgefährlich für Europa, ne? Ja, dann berichtet richtig die Heute-Sendung von gestern Abend. Ja, extreme Trockenheit. Ja, aber das Dilemma ist, Greta Thunberg und Fridays for Future wollen ja den Kohlestopp 26 nicht. Na, wo ist es? Ja, hier, das ist ja zum Beispiel einer der Artikel, wo Greta Thunberg angeboten wurde und Luisa Neubauer und so weiter, den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima der Next Scientists for Future.de und sozusagen der Kohlestopp 2026. Aber die wollen das ja nicht, denn wie gesagt, die andere Möglichkeit ist, da kommen wir nachher dazu, ja, wenn die das halt nicht wollen, weil die ganz andere Ziele verfolgen, irgendwas anderes im Sinne haben und gar nicht ernsthaft es jemals ums Klima ging, was ja möglich ist, ja, dass das Ganze nur ein Etikettenschwindel war und ein Betrug an der Weltbevölkerung war. Man hat den Leuten halt vorgespielt, es ginge ums Klima, aber es geht eigentlich um was ganz anderes. Dann kommt ja noch die Alternative natürlich, dass man diesen weltweiten Emissionshandel beziehungsweise beginnen kann mit dem Club der Willigen. Da kommen wir gleich zu mit dem Hans-Werner Sinn. Letztendlich aber, dass wir die Chance gehabt hätten, Deutschland zu einem Beispiel zu machen, das alles vereint. Längeres, glücklicheres, gesünderes Leben bei vollständiger Klimaneutralität, das hätte sozusagen als Beispiel für jeden anderen Staat der Erde gelten können, ja, was ja Greta auch richtigerweise mal als Wunsch formuliert hat, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht ernst gemeint hat, dass Deutschland da die Vorreiterrolle spielen solle. Und da ist es eben so, dass das ja, letztendlich die Möglichkeit bestanden hätte, dass man dann gleich die ganze Welt in einem Aufwasch lösen würde, während natürlich diese
dieser Club der Willigen mit dem Emissionshandel sozusagen natürlich nur wieder das grundsätzliche Problem nicht löst, nämlich das grundsätzliche Problem, das Kapitalismus nicht behebt. Ne? Schluck Wasser. Ja. Ja, die extreme Trockenheit, das wird wohl schon die Klimaveränderung sein. Das ist nicht normal, das ist mir auch aufgefallen. Null Regen die letzte Zeit, ja, also das kann doch nicht gut gehen für die Landwirtschaft und alles, ne? So, dann haben wir also jetzt das große Duell, ja, denn es geht ja auch in unserer wissenschaftlichen Tagesschau, heute geht es ja auch immer um darum, wie sieht die Welt wirklich aus? Was ist die Wahrheit über die Welt neben all den Irrtümern über die Welt? Das ist so ähnlich wie damals bei Darwin, der rausgefunden hat, Darwin und Wallace haben rausgefunden, wie Leben funktioniert. Und alle anderen, die Schwachköpfe, sage ich jetzt mal provokativ, wie Lamarck und so weiter, die haben sich halt geirrt und haben in irgendwelchen Traumwelten gelebt und hatten irgendwelche unrealistischen Vorstellungen davon, wie Leben funktioniert. Und die haben halt einfach alle nicht gestimmt. Und genauso ist das heute auch. Das ist im Moment der Wettbewerb der Weltsichten und welches davon die Wahrheit ist. Und hier, wie gesagt, der Anspruch ist ja, was zu demonstrieren wäre, dass die nextscientistsforfuture.de das einzig realistische Weltbild haben und alle anderen ein grundsätzlich falsches Weltbild. Ja, und dabei hat Hans-Werner Sinn eben einerseits vernünftige Seiten und andererseits liegt er völlig daneben. Aber die vernünftigen Seiten, da gehen die nextscientistforfuture.de noch mit ihm. Und ja, und jetzt prallt also natürlich mit Thilo Jung, also jemand, der eher so auf der Seite Christian Felber, bedingungsloses Grundeinkommen, also Gemeinwohlökonomie und dann auch noch bedingungsloses Grundeinkommen, also eigentlich so ein Linksextremist, ja, so ein verkappter Linksextremist, ein Träumer in Richtung linker Richtung, linksaußen sozusagen, trifft auf Hans-Werner Sinn, der begonnen hat, wie wir alle, in der 68er Zeit sozusagen mit revolutionären Gedanken und so weiter. Der dann aber natürlich geläutert wurde durch die Realität, wie eben jeder vernünftige Mensch, dass eben das, was man so sagen würde, Stalinismus mit seiner Umweltverschmutzung, Honeckerismus, also DDR und so weiter und all diese Formen, dass diese schwachsinnigen Formen von Pseudokommunismus, Pseudosozialismus, Pseudoplanwirtschaft natürlich die schlechtestmöglichste Lebensform von allen sind. Das sind wir uns ja alle einig. Ne? Die Frage ist nur, was eventuell der Baufehler im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft, in der freien sozialen Marktwirtschaft und in der sozialen Marktwirtschaft ist und warum denn die nextscientistforfuture.de unbedingt eine Beendigung derselben nicht nur fordern, sondern auch durchführen können und wollen, ja? So, also ein Linksradikaler mit seinem Anspruchsdenken, ja, dass wir irgendwie ein Naturrecht drauf hätten, das ist irgendwo so das, was bei Thilo Jung offensichtlich im Hinterkopf spukt, dass wir ein Naturrecht hätten, darauf mehr als 2 Euro am Tag verdienen zu müssen. Ja, die ganze dritte Welt, was weiß ich, da arbeiten die Leute 10 Stunden am Tag, 12 Stunden am Tag und haben dann 2 Euro. Und davon müssen sie noch eine ganze Familie ernähren eventuell. Ja? Und wieso haben die denn nicht das Naturrecht, 100 Euro am Tag verdienen zu dürfen? Ja. Weil sie nichts herstellen, was die Welt kaufen will. Ja, also wenn ich sozusagen hier
wenn die gesamte Infrastruktur eines Landes und die ganze das alles so im geringer leistungsfähigen Bereich sich abspielt, dann sind die Leute, die den ganzen Tag rackern sozusagen, die das, was sie zu verkaufen haben mit ihrem Gerackere, Beispiel Rikscha-Fahren hat Hans-Werner Sinn genannt, das gibt es ja weltweit, ne? Nicht nur in Deutschland, dann ist das eine Sache, dafür sind Leute bereit, mal ein paar Cent zu bezahlen, aber eben nicht 200 Euro für eine Rikscha-Fahrt. Ne? Das zahlt keiner. Ja? Und dadurch ist es sozusagen so, das, was die Leute liefern, ist so wenig interessant für die Kunden der Welt, dass sie eben dann nur mit 2 Euro am Tag leben müssen. Ja, und das alles, dass man nur mehr als 2 Euro am Tag kriegt, wenn es in diesem Land ganz viele Kinder und damit ganz viele Familien im höchst qualifizierten Bereich der Welt gibt, die Dinge herstellen, die von der ganzen Welt nachgefragt werden, wofür die ganze Welt diese Leute dann mit Geld überschüttet. Und dann können die sozusagen, verdienen die viel und können auch sich die besten Mitarbeiter des Landes zu sich rufen, indem sie ihnen die höchsten Löhne zahlen. Und dann haben sie plötzlich 100 Euro am Tag, 200 Euro am Tag, 300 Euro am Tag Einkommen. Ja? Einfach nur, weil die Welt die Sachen kaufen will. Aber der Thiele Jung hat eben dieses naive, jung und naive Anspruchsdenken aller Linksradikalen, dass wir einfach so ein Naturrecht darauf hätten, 300 Euro am Tag zu verdienen. Nein, das müssen ja... fähige Leute, superfähige Leute, Weltspitzenleute müssen irgendwas anzubieten haben, was die Welt kauft, ihnen aus den Händen reißt und die Geldscheine nur so rüberwirft. Davon hat der Unternehmer seinen Unternehmerlohn. Und wenn der Unternehmerlohn so großzügig ist, dass er sich Angestellte leisten kann oder Mitarbeiter generell leisten kann, dann schreibt er aus, hier, ich suche Mitarbeiter und biete Gehalt so und so, nämlich, was weiß ich, 5.000 Euro im Monat. Und dann kommen die fähigeren Leute, gehen von anderen Jobs, von schlechter bezahlten Jobs weg und gehen zu dem hin, weil sie sagen, der da verdiene ich, ich bin ja fähig, ich weiß es und dort kriege ich mehr Geld. Und so sammeln sich dann die Fähigsten bei den fähigsten Unternehmern. Ja? Und nur so kommt es zu hohen Löhnen, ja. Und der Thilo Jung, so sein Anspruchsdenken ist, ja, das soll doch nur die Politik dran drehen, dass es einfach mehr, dass alle Menschen hohe Löhne bekommen, ja, dann also quasi immer die Grundidee. Eigentlich Thilo Jung, ich greife schon mal voran, aber das werde ich gleich nochmal aufzeigen, der will die Mauer bauen. Also eigentlich ist der ist genau auf demselben Weg, der möchte eigentlich gerne die Mauer um Deutschland bauen. Schluck Wasser. Er spricht nämlich davon, dass man den Reichen es verbieten müsse, quasi, er sagt nicht, dass man verbieten müsse, den Reichen und Fähigen aus Deutschland auszuwandern, das zu verbieten, soweit, das wagt er nicht zu sagen, weil das wäre ja so offensichtlich die Mauer. Aber er sagt ganz klar, man könnte doch den Leuten verbieten, ihr Vermögen mitzunehmen, wenn sie das Land verlassen. Und sie dadurch zwingen, da zu bleiben, wenn sie noch einen Teil des Vermögens behalten wollen. Und also eine Vermögensmauer aufzubauen. Ja? Und dadurch sozusagen die Leute zwingen, im Lande zu bleiben. Und jetzt passiert aber dann Folgendes. Und Hans-Werner Sinn sagt jetzt erstmal, und wer kommt dann noch aus dem Ausland? Wir wollen doch eine Multikulti der Leistungsfähigen in Europa und Deutschland. Also Multikulti ist gut, aber dann, wenn es sich um hochleistungsfähige Menschen handelt. Problem macht immer nur das Multikulti der Niedrigqualifizierten. Ne? Multikulti der Hochqualifizierten ist super, ja, weil die sich auch assimilieren und nicht nur integrieren. Ne? Und da ist dann sozusagen der Punkt,
dass eben Hans-Werner Sinn richtig sagt, ja, aber Herr Thilo Jung, das ist ja naiv, da kommen ja dann gar keine mehr aus dem Ausland, keine Fähigen mehr aus dem Ausland, keine reichen Leute als Investoren aus dem Ausland, die dann hier irgendeine Fabrik bauen. Es ging doch darum, dass Tesla vielleicht ein Werk da bauen wollte in Ostdeutschland und so weiter und dort die ganzen Arbeitslosen nutzen wollte und denen Arbeit geben wollte und so weiter, ja. Sowas wäre dann ja gestoppt, weil ja dann Tesla wüsste, wenn ich einmal Vermögen in Deutschland erwirtschafte, ja, dann bin ich gefangen in Deutschland, weil ich mein Vermögen nicht mehr ins Ausland transferieren darf, ja. Und dann bin ich im Gefängnis. Also kommt kein Mensch mehr nach Deutschland. Und was machen dann die Gefangenen? Also haben Sie schon mal einen Gefangenen gesehen, der hochmotiviert arbeitet? Ja, das heißt, die werden schlicht und einfach in so eine Art Arbeitsstreik gehen, die ganzen Unternehmer, weil sie ja gezwungen sind, hier zu bleiben, ja, und dann werden sie sozusagen von den Resten ihres Vermögens, die ihnen Thilo Jung noch lassen will, sozusagen als Linksextremer und Christian Felber ihnen noch lassen will, ja, die beiden Linksradikalen, ja, das, was da noch übrig bleibt, also Christian Felber ist ja der Tarnkappen-Linksradikale. Der tut ja so, als wolle er sozusagen nur die Marktwirtschaft also verbessern, aber faktisch will er die Reichen enteignen, ne? Und das ist linksradikal, ne? Und verfassungswidrig natürlich, ne? Also ich gehe aber mal systematisch vor. Also gehen wir nochmal zurück hier zu unserem Tagesbild. Ja, also dieses Anspruchsdenken, ja, sollen doch einfach die Kleinunternehmer, also was Thilo Jung sagt und eigentlich mit ihm auch Christian Felber, die beiden sind ja die Linksradikalen sozusagen. Sollen doch einfach die Kleinunternehmer auf ihren Unternehmerlohn verzichten und das den Mitarbeitern geben. Ja, dann sollen sie den Leuten doch 13 Euro die Stunde geben. Zum Beispiel kleine Friseursalons oder irgendwas. Oder so ein kleines Rikscha-Unternehmen, wo die Einnahmen pro Stunde, pro Mitarbeiter vielleicht bei 5 Euro geben, aber dann sollen die Chefs doch den draufzahlen und Verlust machen und den Mitarbeitern trotzdem 13 Euro die Stunde geben. Das wäre doch, ja, was, und dann sagt der Kleinunternehmer, ja, Herr Jung, Herr Felber, sind Sie denn geisteskrank? Ich soll quasi mein ganzes Privatvermögen ruinieren und Stück für Stück dafür ausgeben, dass wir pro Stunde 5 Euro Einnahmen haben, ich aber meinen Mitarbeitern nicht 3 Euro pro Stunde zahle, sondern 13 Euro die Stunde. Da mache ich ja pro Stunde 8 Euro Verlust. Ja, warum soll ich dann ein Rikscha-Unternehmen betreiben, wenn das die Rahmenbedingungen sind, in denen ich arbeiten soll? Also dann höre ich doch auf zu arbeiten. Ja, dann hier, nur hören eben dann die Kleinunternehmer dann auf und alle liegen der Gemeinschaft auf der Tasche. Das ist die Massenarbeitslosigkeit seit Willy Brandt, von der Hans-Werner Sinn spricht, ja? Also das heißt, dann hören natürlich alle, die nur so als Einnahmen nur 5 Euro die Stunde oder 10 Euro die Stunde für ihr Unternehmen erzielen. Leute, die 10 Euro die Stunde erzielen, dann die können ihren Mitarbeitern allerhöchstens mal 8 Euro pro Stunde bezahlen, wenn sie überleben wollen, ja, wenn sie selbst noch einen Unternehmerlohn haben wollen, von dem sie wieder leben können, ohne Hartz IV zu empfangen, ja, und so weiter, ja. Und deswegen, ja, also, ja, wenn die Nachfrage nach der Arbeit der Kleinunternehmen steigen würde. Ja, also wenn jetzt plötzlich aus aller Welt die Touristen nach Deutschland kämen und dann sich eine regelrechte Schlacht um die freien Rikschas entpuppen würde und dann die Rikscha-Fahrer
Fahrer sagen könnten, ja, so eine Fahrt kostet jetzt nicht mehr 10 Euro, sondern die kostet jetzt 100 Euro, ne? Dann würde ja praktisch jede Stunde 100 Euro einbringen für das Unternehmen und so weiter. Und dann kann ich doch auch, dann kann ich mir die fähigsten, zum Beispiel hochqualifizierte Radler und gleichzeitig hochfähige Radelnde, die gleichzeitig auch gute Touristen, gelernte Touristenführer sind sozusagen, kann ich engagieren und kann denen hohe Löhne in Aussicht stellen und kann die zu in meine Firma locken. Und dann kann ich denen auch 20 Euro die Stunde fahren, denn ich kriege ja für eine Rikscha-Fahrt kriege ich 100 Euro die Stunde. Ich kann denen theoretisch auch 50 Euro pro Stunde anbieten als Gehalt, ja, oder als Honorar. Denn das gibt das dann her, ja. Aber das gibt's eben nur im Märchenland. Es wird nicht dazu kommen, dass die ganze Welt geil auf deutsche Rikscha-Fahrten als Touristen wird und bereit ist, dafür mehr als ein paar Cent auszugeben, ne? Und dadurch, also die Löhne können nur so hoch werden, wie gut das Produkt ist. Und Rikscha ist nun mal kein Produkt, wo die Welt bereit ist, sofort die Hunderten von Euro Scheine hinzuschmeißen. Die Leute sind bereit, Hunderte von Euros blind hinzuschmeißen, wenn das neueste Smartphone von Apple auf den Markt kommt. Ja? Also, aber das ist eben auch ein viel schwieriger herzustellendes Produkt, als es ist, Rikschas zu kaufen und damit an den Markt zu gehen. Ne? Und ja, also man sieht, dass diese Linksradikalen einfach in allem eine völlig unrealistische Weltsicht haben, ja, völlig neben der Realität sind und dabei eben noch nicht mal das Kernproblem. Wir kommen gleich auch natürlich zum Kernproblem des Kapitalismus, warum er ja beendet werden muss. Aber das erfassen ja auch die Linksradikalen nicht. Für die ist ja nur das Kernproblem, dass sie von den Reichen noch nicht genug weggenommen haben, ne? Und das ist für sie das einzige Problem am Kapitalismus, ja? Ansonsten ist der Kapitalismus ganz toll. Man müsste nur den Reichen alles wegnehmen, was sie haben, ne? Und es selber nehmen. Und das ist so eine richtige Kinderideologie. Schluckwasser, sorry. So, weiter geht's. Bekommt der Kleinunternehmer einen hohen Unternehmerlohn, wird er bessere Mitarbeiter einstellen wollen, die er nur über höhere Lohnangebote seinerseits gewinnen kann. Ja, der schreibt dann Zeitungsannoncen oder irgendwie Internetannoncen, wo er eben höhere Gehälter anbietet. Ja, wobei diese Leute dann keinen Staatszuschuss mehr bekommen. Ja, also Thilo Jung regt sich ja schrecklich darüber auf, dass es sozusagen diesen Billiglohnsektor oder Niedriglohnsektor gegeben hat. Aber Sinn zeigt ja auf, dass es doch besser ist, wenn jeder Mensch Arbeit hat und das, was ihm dann noch zum guten Leben fehlt, vom Staat dazu geschenkt bekommt, aber er immerhin die Lebensqualität hat, ein nützliches Mitglied der Gesellschaft, wenn auch auf kleinster Flamme zu sein, ja, während man ihn sonst abschiebt in die Massenarbeitslosigkeit und ihn verrotten lässt, vom Fernseher auf dem Sofa verkommen und verwahrlosen lässt, ja. Und Thilo Jung ist eigentlich plädiert mit allem, was er da redet, naiv. Letztendlich, Thilo Jung redet naiv für die Massenarbeitslosigkeit. Er will quasi die Willy Brandt'sche Massenarbeitslosigkeit wiederherstellen, nämlich dass man die Löhne über Gewerkschaftstariflöhne und über Mindestlöhne so hoch fährt,
dass sich also diese kleinen Modelle wie Rikscha oder Friseursalons und so weiter alle nicht mehr rechnen, weil ja jeder soll dann 13 Euro die Stunde bekommen. Und dann machen alle diese Unternehmer, wie ich eben aufgezeigt habe, natürlich selbstverständlich zu ihren Laden. Dann verlieren alle ihren Job und es gibt auch keine neuen Ersatzjobs. Und dann sind die alle dauerhaft massenarbeitslos. Ja? Und das schadet der Volkswirtschaft noch viel mehr, als wenn die wenigstens einen kleinen volkswirtschaftlichen Beitrag leisten. Weil sie und deswegen ist es eben so, wir müssten eben da Hans-Werner Sinn natürlich folgen, selbstverständlich. Wir brauchen nur einen Sozialstaat, nicht 10. Ja, und der Mindestlohn ist der Versuch, einen zusätzlichen Sozialstaat einzuziehen. Wir müssen es zulassen, dass Leute auch für 1 Euro die Stunde arbeiten dürfen und den Rest gibt der Staat dazu. Ja, und das bedeutet nicht, dass man damit die Unternehmer reich macht. Denn wenn die Unternehmer, diese Kleinunternehmer, dieser Rikscha-Unternehmer, wenn der wirklich reich wäre, dann würde er sich, oder die Friseurin, wenn sie wirklich reich wäre als Unternehmerin, dadurch, dass sie nur 1 Euro die Stunde zahlt, ihren Arbeitskräften, ja, und wenn sie dann durch diese Gelder, dass die durch die Tatsache, die Gelder kriegt ja nicht sie, die kriegen ja die Arbeitnehmer, ja, sie zahlt den Leuten 1 Euro die Stunde. Und sie hat damit einen auskömmlichen Unternehmerlohn, weil sie mit 1 Euro die Stunde kommt sie ganz gut über die Runden. Ja? Weil die Kunden nur, was weiß ich, 4 Euro die Stunde zahlen, da hat sie nur ein Spiel von 3 Euro die Stunde. Da kommen die ganzen Abgaben und Steuern und alles und Kosten und Ladenkosten und alles dazu. Und dann kann sie davon halbwegs überleben, als Unternehmerin überhaupt halbwegs sich ernähren, ja, und ihre Familie ernähren. Und jetzt passiert Folgendes, wenn sie jetzt dadurch wirklich in irgendeiner Weise reich würde, was würde sie denn mit ihrem Reichtum machen? Da sie ja unternehmerisch denkt, würde sie natürlich sofort sagen, naja, ja gut, jetzt habe ich 1 Euro Arbeitskräfte, also irgendwelche Amateurfriseure beschäftigt, jetzt hole ich mir natürlich Starfriseure in meinen Salon. Und dann aber die Starfriseure kommen nur in meinen Salon, also die Wettbewerbsgewinnerfriseure und so weiter. Und die kriege ich aber nur, wenn ich denen 20 Euro die Stunde zahle. Aber dazu muss ich dann aber auch die Kunden haben, die bereit wären, für so eine Schicki-Schicki-Frisur dann auch wirklich 50 Euro die Stunde zu zahlen. Ja? Also das heißt, also diese ganze Überlegung, dass man ja indem man 1 Euro Jobs zulässt, sozusagen in der freien Wirtschaft, sozusagen, dass man damit ja die Unternehmer nur reich machen würde, das stimmt ja gar nicht. Denn die Unternehmer, wenn die dadurch wirklich einen finanziellen Spielraum bekommen würden, würden sie sofort versuchen, den Arbeitsmarkt leer zu grasen nach höher qualifizierten Friseuren in dem Falle, ja, die dann eben sozusagen, womit sie dann insgesamt aufsteigen können. Und dann sind wir schon längst wieder über dem sogenannten jetzigen Mindestlohn. Da sind wir dann bei 20 Euro die Stunde, 30, 40 Euro die Stunde, die man solchen Spitzenkräften zahlen muss. Ja? Aber dafür muss diese Friseurin überhaupt erstmal die Möglichkeit haben, an Kunden ranzukommen, die zum Beispiel mal 100 Euro pro Stunde für einen guten Friseur zahlen. Ja? Und das heißt, das sind alles unlogische, völlig realitätsferne Konzepte, ja. Wobei hier also die Next Scientist for Future.de so weit erst einmal auf der Seite von Hans-Werner Sinn sind und sagen, also Thilo Jung und Christian Felber und das bedingungslose Grundeinkommen sind da völlig unrealistisch und sind eher realistisch. Der große Fehler von Sinn kommt gleich. Ja? Der große Irrtum, der Zentralirrtum von Hans-Werner Sinn. Ja?
Ja, also Jung redet naiv für die Massenarbeitslosigkeit, Sinn dafür, dass 1 Euro Stunde Jobs besser als gar keine Arbeit sind und der Staat gibt den Rest dazu zum auskömmlichen Überleben. Also bis auf Hartz-IV-Niveau stockt er dann auf oder gibt dazu, ne? Thilo Jung geht ganz naiv vom Schlaraffenland aus, wo man die Reichen nur melken bräuchte und alles wäre das Paradies. Nur sagt Sinn dann ganz richtig, nur gehen die dann weg und lassen die Armen zurück und die sind unter sich und die verrecken wie in der dritten Welt. Also das ist das, ja, also. Ja, in der dritten Welt, da arbeiten die Leute 10 Stunden am Tag und haben 2 Euro am Tag. Das ist ein Stundenlohn von 20 Cent, ja, pro Stunde. Das ist nicht mal 1 Euro Job, ne? Das ist 20 Cent pro Stunde. Ja, das heißt also, wenn die Fähigsten, das ist, passiert ja in der dritten Welt, alles, was halbwegs gut qualifiziert ist, versucht in die reichen Länder zu bekommen, ja, nach Deutschland, nach USA, nach Kanada. Und natürlich, wenn die Reformen der Next Scientists for Future.de gegriffen haben, sozusagen, und in Deutschland es sich rumspricht, dass man in Deutschland viel länger, viel gesünder und viel, viel glücklicher leben kann als im Rest der Welt, dann werden natürlich die Fähigsten der Welt alle nach Deutschland kommen und wir werden dort ein gesundes Multikulti kriegen, der Fähigsten aus aller Welt, ja, und der Reichsten aus aller Welt. Und die werden allen ihren Reichtum natürlich mitbringen nach Deutschland, ja, und der wird natürlich dann idealerweise ausströmen auf die gesamte Gesellschaft, ja. Und das heißt also, ja, aber das, was Thilo Jung, Christian Felber und das Grundeinkommen wollen, würde dazu führen, dass die Reichen hier alle abwandern und dann Deutschland als dritte Weltland zurückbleibt. Und dann sind die Dummen und die Unfähigen unter sich und die machen den Rest der Wirtschaft noch kaputt, ja, weil sie nichts können, ja. Und dann haben wir eine DDR-Wirtschaft und die ist natürlich nicht mehr konkurrenzfähig. Die verträgt dann die Umwelt noch mal 10-fach so stark, wie es jetzt gemacht wird, so wie man es aus der DDR kommt, wo man teilweise kaum atmen konnte, ja. Und dann haben wir eben die Totalzerstörung. Also so geht Beendigung des Kapitalismus nicht, ne? Ja. Ja. Das zeigt die Träumereien der jungen und naiven Linksextremisten, ja. Das eigentliche Problem, und das Schlimme ist ja, dass scheinbar Greta Thunberg, Fridays for Future, wir wissen gar nichts darüber. Wie gesagt, das Ganze kann ein totales Betrugssystem sein bei Greta Thunberg und Fridays for Future. Es kann auch sein, dass es eben bei denen so Linksextremisten gibt, denen es nur darum geht, den Reichen möglichst viel wegzunehmen, ja. Diese Diebesmentalität sozusagen, wir wissen gar nichts. Also auf jeden Fall. Aber irgendwo scheint die Gefahr zu sein, dass die sozusagen eher in die Kategorie Christian Felber links bedingungsloses Grundeinkommen und Thilo Jung, also in die linksradikale Ebene abgedriftet sind und der Welt nur vorgespielt haben, es ginge ihnen um das Klima. Ne? Das kann natürlich sein. Ne? Ja. Das eigentliche Problem, das Kapitalismus wird letztendlich auch so dann überhaupt nicht berührt. Ich kann es ja mal ganz kurz zwischendurch sagen, damit deutlich wird, was das eigentliche Problem ist. Wer schon unsere 420 vorherigen Sendungen geschaut hat, der weiß es natürlich, was jetzt kommt, ne? Das eigentliche Problem des Kapitalismus ist, dass auch Hans-Werner Sinn hat seine ideologische Ecke und seine Unfähigkeitsecke. Also er selbst sagt, ganz realistisch sagt er, er hofft, er sei nicht mehr ideologisch. Aber er ist natürlich total ideologisch.
weil er so wie Markus Krall, da hat er denselben Fehler wie Dr. Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution und Atlas-Initiative, der ja bei KenFM sozusagen seine Weltsicht nochmal richtig gründlich ausgebreitet hatte, sozusagen. Die beide haben den Aberglauben, dass man Marktkräfte einfach so wirken lassen könnte. Das ist ein ideologischer Aberglaube. Der ist antinaturwissenschaftlich. Da fehlt die psychobiologische, die psychologische, die evolutionspsychologische Komponente. Das ist einfach sozusagen, ja, das ist die Ungebildetheit eines nicht interdisziplinär Ausgebildeten. Da hat Christian Felber recht, dass er sagt, wer richtig Wissenschaft machen will, der will ja an die Universität gehen und dann die Einheit der Welterkenntnis studieren. Ja, und das kriegt er nicht, sondern er kriegt dann eine Volkswirtschaftsausbildung. Das ist eine Schmalspurausbildung, eine Scheuklappenausbildung. Und die hat natürlich auch Hans-Werner Sinn hinter sich. Also er hat keine Ahnung, wie Menschen wirklich sind. Und da er keine Ahnung hat, wie Menschen wirklich sind, wie die Psyche von Menschen funktioniert, glaubt er wie Dr. Markus Krall daran, dass der Markt grundsätzlich nicht schädlich sei. Und jetzt muss ich aufzeigen und beweisen, dass die nextscientistsforfuture.de recht haben, nämlich dass der Markt generell schädlich ist, wenn er nicht durch eine gute Planwirtschaft eingegrenzt wird, sozusagen. Und jetzt schauen wir uns den Markt an, wie er wirklich ist und nicht wie die zwei Ideologen, also die Marktideologen Sinn und Krall es fälschlicherweise meinen. Der Markt ist so, dass hier also jemand zum Beispiel Essen herstellt, Essen sammelt und verkauft. Also Spezialisierung, Arbeitsteilung. Ja? Und er liefert den Leuten nur herrliche, reife Früchte, Gemüse, Wildkräuter, Pilze und Nüsse und so weiter. Also reine Naturnahrung, total immunstärkend, total gesund und so weiter, aber unheimlich schwer zu beschaffen. Denn bringen Sie mal eine reif geerntete Frucht, die schon fast zerfließt sozusagen, jetzt unbeschädigt, einfach so zum Kunden, ja. Da müssen sie schnell laufen, das ist unheimlicher Aufwand und dann müssen sie das in Watte transportieren, sie können nur geringe Stückzahlen transportieren und so weiter und mit jeder Minute verliert ja diese frisch reif geerntete Frucht an Wert und so weiter und fängt an kaputt zu gehen und so weiter, also unheimlich schweres Geschäft, ne? Da lässt sich nicht, da wird die Gewinnspanne ist winzig darin. Schluck Wasser. Also die Gewinnspanne ist absolut winzig. Aber jetzt, weil Menschen so sind, dass sie alle dem Naturgesetz von Mutation und Selektion und Variation und Selektion unterliegen, kommt es irgendwann zu dem ersten, notwendigerweise zu dem ersten Händler, der sich irrt in der Evolution. Das mag vor 100.000, 200.000, 300.000 Jahren gewesen sein. Keine Ahnung wann, das weiß wohl wirklich niemand, denn dafür haben wir nicht genügend Daten in der Paläoanthropologie. Wir wissen nur, dass es schon lange her ist, ne? Lange her sein muss. Und da irrt sich dieser erste Händler und sagt, nein, also Ich liefere getrocknete Nahrung, die lässt sich doch viel einfacher massenweise herstellen und liefern und transportieren und da brauche ich auch keine Rücksicht nehmen, diese trockene Nahrung, Trockenfrüchte und so weiter. Ja? Nur, dass dann eben die Vitalität dieser Nahrung nicht mehr so gegeben ist, die Leute und heutzutage, wenn wir uns den Sondermüll anschauen, den wir heute in den Supermärkten haben, dann ist das nur die evolutionäre Weiterentwicklung. Das heißt, wir haben einfach schlicht und einfach Gift, heute giftige Lebensmittel und die
die Trockenfrüchte, das Trockengemüse und so weiter ist nur die Vorstufe der denaturierten Nahrung von heute. Das ist also der Anfang einer Evolution hin zur giftigen Nahrung. Ja? Also, und jetzt am Anfang war das natürlich nur wenig giftig, ja, aber trotzdem ist es so, dass der hier natürlich seine giftige Nahrung viel billiger anbieten kann, weil die ja auch viel billiger herzustellen ist. Und wenn er den Leuten eben sagt und einredet, naja, die ist doch genauso, die Trockenfrüchte sind doch sogar noch süßer als die reif geernteten frischen Früchte und so, probiert die doch mal und die sind doch so süß und so weiter. Und dann lassen sich die Leute überreden und durch Werbung und Beeinflussung sozusagen. Und dann kaufen sie ihm das ab, weil es ja so schön billig ist, ja, und weil sie dann nur so wenig dafür an Tauschgütern opfern müssen dafür. Und dann wird der Marktführer und drängt den einfach vom Markt. Und damit ist die gesunde Nahrung weg aus der Welt. Die ist verschwunden. Gesunde Nahrung verschwindet und Müll wird uns geliefert und wir kaufen den Müll, ja. Und dieses Dilemma, dass diese gewinnbringenden Irrtümer alles zerstören, dass die alles Leben gefährden, die Gesundheit gefährden. Im Moment haben wir das Problem Corona. Woher kommt, was ist denn das Problem Corona? Noch einmal ganz kurz, was ist Corona? Das ist ein rein kapitalistisches, rein marktwirtschaftliches Problem, ja? Die Ursache von Covid-19, Corona-Problematik, ist die Marktwirtschaft, ist der Kapitalismus, sonst nichts. Denn der Kapitalismus über die eben genannten gewinnbringenden Irrtümer führt zu einer solchen Vergiftung der Bevölkerung, dass die Immunsysteme deutlich schwächer sind als die von Affen, von Flughunden, von Fledermäusen wie bei Corona, ja, und von anderem Getier sind, ja. Und die Leute fangen dieses Getier in der Natur, holen sich damit die Viren auf die Märkte sozusagen. Und jetzt ist es nur so, die Stärke der Viren richtet sich nach der Stärke der zu überwindenden Immunsysteme ihrer Wirtstiere. Und wenn diese sozusagen die Wirtstiere alle noch ein starkes Immunsystem haben, weil die Umweltverschmutzung, die Luftverschmutzung noch nicht dazu geführt hat, dass die auch deren Immunsysteme auch schon runtergeknüppelt sind, dann treffen da also starke, aggressive Viren, die auf die starken Immunsysteme der Tiere angepasst sind, auf die geschwächten, durch die Marktwirtschaft und den Kapitalismus geschwächten Immunsysteme. Und das ist ja der Fehler auch bei den Chinesen, dass sie eben auch dieses Grundproblem der Marktwirtschaft nicht erkannt haben, die gewinnbringenden Irrtümer und die daraus resultierende Vergiftung ihrer eigenen Bevölkerung, Vergiftung der Immunsysteme der eigenen Bevölkerung nicht verstanden haben. Und das ist eben die Dummheit der Linksextremisten, dass die dann auch nicht verstehen, was das eigentliche Problem am Kapitalismus ist. Ja? Und das führt dazu, dass wir deswegen haben wir jetzt überhaupt ein Corona-Thema, unabhängig von der Frage, dass natürlich dann noch die zusätzliche pharmazeutisch-medizinische Problematik dazukommt. Ja? Zeigen wir die auch nochmal ganz kurz auf hier. Der erste Früharzt sagt, ja, ihr müsst also hier, ihr dürft auf keinen Fall diesen Müll, diesen Sondermüll dieser neumodischen Lebensmittel, Nahrungshändler sozusagen, den Müll dürft ihr auf keinen Fall essen. Ihr müsst immer nur süße, reife Früchte und Gemüse essen und so weiter. Ja? Dadurch, die Leute hören auf seinen Rat, bezahlen ihn einmal für seinen Rat und dann brauchen sie ihn nie wieder, weil sie den Müll einfach nicht fressen. Ja?
Während hier dieser andere Früharzt, der sagt, ach nein, es liegt doch gar nicht an der Nahrung. Essen Sie einfach nur, was Ihnen schmeckt. Das ist der berühmte Spruch des Standardarztes der Schulmedizin. Essen Sie einfach, was Ihnen schmeckt. Ja? Und so weiter. Ja, das hat, Ihre Krankheit hat nichts mit, die hat was mit Genen zu tun, die hat was mit, sie hat was damit zu tun, dass einfach der Mensch einfach ohne unsere Impfungen, Operationen, Chemotherapien und Bestrahlung einfach nicht lebensfähig ist. Ja, wie er dann in der Evolution Millionen von Jahren überlebt hat, ohne die Frühärzte, das ist, interessiert ja den Arzt nicht, sondern der irrt sich. Jetzt haben wir wieder den, der sich zufällig irrt. Mutation und Selektion, Variation und Selektion, alles mutiert in der Welt, also irrt sich auch irgendwann ein Früharzt, ja? Und das aber, dieser Irrtum erweist sich als unheimlich gewinnbringend, denn jetzt hält er ja quasi durch seine Fehlinformation die Kunden in der Fehlernährung fest, in der Selbstvergiftung durch den Sondermüll der Nahrungshändler fest, sozusagen den Billig-Sondermüll der Nahrungshändler, da hält er die Leute fest und dadurch kann er unheimlich viel verdienen und hier eine ganze Familiendynastie von Medizinprofessoren begründen. Und die sagen jetzt natürlich der Bevölkerung hier, ihr habt also nicht nur das Problem, dass also dieses Fledermausvirus einfach angepasst ist an etwas stärkere Immunsysteme der Fledermäuse, womit die Fledermäuse kein großes Problem haben. Aber da, wenn diese kleine Mutation eben geschehen ist, dass es auch auf Menschen dann überspringen kann, Fledermäuse und Menschen sind ja sehr eng genetisch verwandt, ja, dass das dann sozusagen jetzt plötzlich ein doch etwas kräftigeres Naturvirus auf die Immungeschwächten durch die Marktwirtschaft und den Kapitalismus Immungeschwächten Menschen trifft sozusagen und dass dann eben unsere normalen, ja zum Beispiel Grippewellen oder ähnliche Dinge entstehen können, ja so. Und jetzt haben wir halt das Corona-Thema, ja. Und jetzt geht aber noch der Arzt hin, weil er ja natürlich von den Irrtumsprofessoren, also von den Irrtumsprofessoren, die angefüllt sind mit Hunderten von gewinnbringenden Irrtümern, ja, angefüllt sind, die alle so ähnlich schlimm sind wie dieser Irrtum, essen Sie ruhig, was Ihnen schmeckt, ja, so von wegen ganzen Tag Süßigkeiten, Pizza und Fastfood, naja, essen Sie ruhig, was Ihnen schmeckt, ne, macht ja nichts und so weiter, ja, das ist so, ja, so als wäre der Mensch ein Ofen, wo man halt Kohle oder Holz oder allen möglichen Müll reinwerfen kann und es kommt immer nur Wärme raus. Aber der Mensch ist leider kein Ofen, ne? Sondern er hat einen komplizierten, jedes Tier hat einen komplizierten Stoffwechsel, das auf ganz bestimmte Nahrung angepasst ist. Und wenn die Passung nicht passt, dann stirbt das Tier. Das weiß auch jeder im Zoo, der im Zoo arbeitet. Wenn das Tier nicht genau die richtige Nahrung bekommt, dann verreckt es relativ schnell, ne? Weil das da um Passungen geht zwischen, wäre ja schön, wenn der Mensch etwas wäre, wo man alles reinwerfen könnte wie in einen Ofen und am Ende kommt nur Wärme raus und alles wäre bestens. Aber genau, Menschen sind das genaue Gegenteil von solch einem Ofen, einem solchen Kalorienverbrennungsofen, ne? Die brauchen unheimlich viel Stoffe und so weiter, ja. Und das bedeutet jetzt also eben, dass natürlich jetzt die Ärzte, die Medizinprofessoren wie Drosten und so weiter, aufgrund ihrer Irrtumsausbildung, also aufgrund ihrer Irrtumsausbildung natürlich überzeugt sind, dass dieses Virus nicht nur eine Fledermausstärke hat, sondern jetzt noch viel stärker ist. Also irgendwie noch viel stärker ist, so ein richtiges Killer-Virus ist, ja, weil in diese Richtung hat man halt gelernt, im Studium zu denken und man hält das jederzeit für möglich und deswegen sagt man, ja, wir müssen davon ausgehen, dass es sich hier um ein Killer-Virus handelt. Und dann
kommt es eben dazu, dass dann die Verdienstmöglichkeiten aller Beteiligten natürlich enorm steigen. Nicht nur aller Medizinprofessoren, sondern der dazugehörigen pharmazeutischen und medizinischen Industriekomplexe sozusagen. Ja? Und dann, ja, und jetzt, wie gesagt, Trump stört da jetzt gerade, weil er jetzt quasi sagt, nö, also ich lasse meine Pharmakonzerne jetzt dieses große Impfgeschäft nicht mehr machen, ich will meine Wirtschaft wieder ankurbeln. Ne? Und dann wird sich nämlich zeigen, dass die Leute nicht alle tot umfallen, wenn die, wie die fliegen, weil nämlich viele jetzt auch gestorben sind wegen dieser Panik und wegen diesem Shutdown. Und dann die negativen Effekte des Shutdowns fallen weg, die Leute gehen wieder froh gelaunt zur Arbeit und dadurch und dann die Sonne tut ihr Übriges und so weiter und dann sterben. Jetzt dann hört das Sterben die Amerikaner wieder weniger und dann redet niemand mehr von Impfungen und dann können die Pharmakonzerne ihre Impfungen nicht mehr verkaufen. Ne? Und ja, so ist also der echte Zusammenhang. Und das ist das Dilemma. Das heißt, das ist das, was Sinn nicht versteht. Ja? Das eigentliche Problem des Kapitalismus und der Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall und des Hans-Werner Sinn ist genau das, was ich eben geschildert habe. Nämlich Marktwirtschaft ist generell schädlich, ruinös und tödlich für alle Beteiligten, Kapitalismus. Ja, ich könnte jetzt noch erklären, wie die Kriegsentstehung im Kapitalismus geht und so weiter. Man kann alle Missstände der Erde kann man erklären über das Naturgesetz Mutation und Selektion mit der mimetisch-genetischen Evolutionsanalysetechnik. Das ist übrigens der Name für dieses Bild. Die mimetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik habe ich gerade eben angewandt, sozusagen. Ja. So, dann schauen wir weiter. Also, das eigentliche Problem des Kapitalismus wird also weder von Sinn noch von Krall überhaupt berührt und eben aber auch nicht von Jung und auch nicht von Felber und auch nicht von den Fans des bedingungslosen Grundeinkommens, sondern nur von den Next Scientists for Future.de. Deswegen haben die als einzige ein realistisches Weltbild. Alle anderen haben ein total unrealistisches Weltbild. Ja? Nur wie gesagt, Hans-Werner Sinn ist wenigstens nicht ganz so jung und naiv wie Felber, Jung und die bedingungslosen Grundeinkommensleute. Es geht weiter im Text. Sinn sagt ganz richtig, besser den Niedriglohnsektor für die Unfähigen behalten als Massenarbeitslosigkeit und Totalverwahrlosung. Ja, also noch einmal, was wollen wir denn in der Gesellschaft? Wir haben ständige Zuwanderung gehabt von Niedrigqualifizierten, die allein, weil sie die Sprache nicht konnten, schon mal als unqualifiziert einzustufen waren und so weiter. Ja? Und was wollen wir denn mit diesem Teil der Gesellschaft hier, dem niedrigqualifizierten Bereich der Gesellschaft, was wollen wir denn mit dem machen? Wollen wir die alle in die Massenarbeitslosigkeit schicken und damit riesige Karrieremöglichkeiten für Arbeitslosigkeitsverwalter in den Arbeitsämtern schaffen. Das ist natürlich, das würde denen unheimlich gut gefallen, wenn plötzlich mal wieder 20 Millionen Arbeitslose in Deutschland durch sie zu verwalten wären. Da würden die Karrieremöglichkeiten ins Unendliche steigern und alle würden sich die Hände reiben, dass sie in der Verwaltung von 20 Millionen Arbeitslosen jetzt die neuen Bosse sind und die neuen Oberbosse sind, ja, und riesige Armeen an Leuten beschäftigen können für die Verwaltung von 20 Millionen Arbeitslosen. Aber wollen wir das wirklich, dass wir so die gesamte deutsche Volkswirtschaft total ruinieren? Denn wer lässt sein Unternehmen noch in Deutschland, wenn er diesen ganzen Mühlstein ja mitfinanzieren muss, 20 Millionen Arbeitslose? Ja, ja, dann ist es doch, sagt doch Hans-Werner Sinn, ist es doch viel besser. Wir halten doch die fähigen Leute eher im Lande, dass sie nicht flüchten aus Deutschland. Indem wir sozusagen
die Leute auch den Mindestlohn selbstverständlich wieder abschaffen und die Leute auch für 50 Cent pro Stunde arbeiten lassen. Wenn sie halt so dumm und so unfähig sind, dass ihre Arbeitsleistung nicht mehr erwirtschaftet, ja? Weil wenn sie eine Friseuse anstellen, ja, wenn eine Friseur und Kleinunternehmerin eine Friseuse anstellt, die das zu Hause in der Küche gelernt hat, ja, und die gerade mal einen Topfschnitt kann, ja, und für einen Topfschnitt, was sind die Leute bereit, für einen Topfschnitt zu zahlen, ja, für 3 Euro, ne, ja, und was, dann können sie der gerade mal für diesen Schnitt, können sie der Friseurin gerade mal bei den riesigen Kosten, die so ein Friseurladen hat, können sie gerade mal 1 Euro zahlen, ja, oder 50 Cent pro Stunde. Dann hat die aber wenigstens einen Job, ja, dann hat sie, obwohl sie dumm ist, ja, strunzdumm, die berühmte Friseuse sozusagen, hat sie aber doch wenigstens einen Job, ja, und ist Teil der Gesellschaft und so weiter und den Rest kriegt sie halt vom Staat, ja. Und aber wenn sie dann als die Friseurchefin irgendwie viel Geld an der Hand hat, na, dann holt sie sich natürlich einen Starfriseur rein und dem zahlt sie dann 30 Euro die Stunde. Ja, das heißt, es kommt doch immer darauf an welche Kundenstämme diese Friseurchefin da überhaupt rankommen kann. Ja? Ob sie überhaupt einen Einzugsbereich von Kunden hat, wo Leute dabei sind, die 100 Euro für einen Schnitt, für einen Starschnitt sozusagen bereit sind zu zahlen. Ja? Also, ja, also man merkt aber, dass Thiele Jung während des ganzen Talks mit Hans-Werner Sinn im Prinzip nichts versteht. Ja? Der bleibt bei seiner, ich hätte beinahe gesagt, dumm und naiven Sichtweise. Ne? jung und naiven Sichtweise meine ich natürlich. Ne? Linksextremisten sind leider so, die können nicht dazu lernen, weil sie intellektuell allerhöchstens bis zu diesem Bereich hier gehen. Also jemand, der intellektuell hier ist, der ist nicht mehr linksextrem, weil er diese Dummheiten der Konzepte durchschaut hat, ne? Also die Linksextreme, das geht von der Intelligenz nur bis hierhin, ne? Jung fordert naiv, so geht es ja in dem ganzen Gespräch mit Hans-Werner Sinn, und der hält sich ja tapfer gegen diesen ganzen Unfug, ne? Jung fordert naiv hohe Löhne für alle. Ja, aber dafür müssen doch aber die Hochlohnempfänger mehr Kinder bekommen und nicht die Unfähigen, denn die müssen ja erfinden, was die Welt kaufen will. Ja? Also noch einmal langsam. Also er fordert hohe Löhne für alle quasi. Ja? Warum denn nicht hohe Löhne für alle? Ja? Ja, aber dann müssten doch unsere Erfinder, unsere Entwickler, unsere hochqualifizierten Leute im Land, die wir hier haben, ja, die müssten doch jetzt mehr Kinder bekommen als jetzt. Diese Kinder werden auch wieder meistens hochqualifiziert und die entwickeln dann neue Produkte, Hightech-Produkte, die ganze Welt will sie kaufen. Und dann können die dann auch wieder, oder die Firmen, die diese Erfinder beschäftigen, oder die Erfinder selbst mit ihren neu gegründeten Firmen, können dann eben wieder teure und hochqualifizierte Arbeitskräfte beschäftigen, aber das sind dann auch wieder nur die Hochqualifizierten, denen sie hohe Löhne zahlen können. Ja? Und was machen wir aber mit all den Unfähigen und Dummen im Lande? Das ist doch das Dilemma. Ja? Und das heißt also, da müssen wir doch sehen, dass diese weniger Kinder bekommen. Und da würden jetzt ja die Linksradikalen wieder auf die Barrikaden steigen. Die würden jetzt sagen, wir können doch nicht dahin gehen, dass wir sagen, dass dieser gesellschaftliche Bereich, dass wir das moralisch anregen, dass man eben, wenn man keinen guten Job hat, dass man eben eigentlich auch es einem Kind nicht zumuten sollte, ein solches Schicksal zu haben, in solch einer ärmlichen Familie leben und aufwachsen zu müssen sozusagen. Und dass es zum Anstand von Müttern gehört, dass man eben keine Kinder bekommt in diesem Bereich. Ja?
Oh, ich habe ja schon ganz oft darüber gesprochen, wie man das, wie sowas ja auch in Naturvölkern geregelt wurde, ne? Und wie das naturnah auch zu regeln ist, ohne dass die Frauen sich vergiften müssen, ne? Durch irgendwelche pharmazeutischen Produkte, ja? Ich erinnere nur an die Todesfälle durch die ganzen Pillen und so weiter, ja? Und das bedeutet also sozusagen, und das wollen die Linksradikalen wieder nicht, die wollen ja hier ganz viele Kinder, weil ja, das sind ja alles Genies, die ja hier sind, ja, das sind ja alles, ja, das ist ja der versteckte Größenwahnsinn, der in den Linksradikalen steckt, das konnte ich überall erleben, besonders bei der Gemeinwohlökonomie, die sind ja die Größten, ja, denn da alle gleich sind und alle gleich gut sind, sind sie ja automatisch auch Genies, denn alle sind ja dann Genies. Wenn alle gleich sind, ja, sind sie ja auch Genies. Dann sind sie ja alle auf einer Ebene mit Albert Einstein und mit allen anderen, ja, und auch mit den Next Scientist for Future.de. Selbstverständlich sind sie dann so genauso Genies wie Leute, die 60 Jahre Wissenschaft hinter sich haben. Oder so halbwegs, also Hans-Werner Sinn ist immerhin, der ist bestimmt von der Intelligenz hier, ja, also ziemlich hoch angesiedelt, weil er eben nicht die gröbsten Fehler nicht macht. Macht. Nur den Grundfehler machen Krall und Felber. Also Krall macht natürlich noch viel mehr Fehler als Sinn, ja. Also Krall und Sinn machen natürlich den Zentralfehler, dass sie den Kapitalismus nicht durchschauen und die Marktwirtschaft generell nicht durchschauen. Aber das ist eben nur diesen hier vorbehalten, den wirklichen Genies der Welt vorbehalten, ne? Das durchschauen zu können. Und deswegen gibt es ja auch sozusagen hier nur sehr wenige, die das nachvollziehen können. Die meisten, die zuhören, verstehen nur Bahnhof, ne? Und das ist dann das Dilemma, ne? Das ist eine Intelligenzfrage, den Baufehler des Kapitalismus und der Marktwirtschaft überhaupt verstehen zu können, ne? Ja, und das ist das Dilemma. Also die Linken wollen sozusagen, sind dafür, dass die Dummen möglichst viele Kinder bekommen. Und dadurch ist aber das Dilemma. Wie sollen wir dann hohe Löhne zahlen, wenn das, was die dumme Küchenfriseuse sozusagen mit ihrem Topfschmidt, was man dafür kriegen kann als Friseurunternehmerin sozusagen, kann man dafür gerade mal 4 € die Stunde bekommen? Was soll man ihr dann zahlen? Wie soll man ihr dann 20 € die Stunde zahlen, wenn die Kunden für so einen Topfschnitt nur bereit sind, 4 € zu zahlen? Das ist diese Spinnerei des Linksextremismus. Ja, wie soll das gehen? Ja? Und der Starfriseur, der verlangt 50 € die Stunde Gehalt, ja? Ja, dafür müssen dann aber auch Kunden da sein, die bereit sind, sagen wir mal, mindestens 60 € die Stunde zu bezahlen für diesen Starfriseur. Nur dann kann die Friseurunternehmerin es sich leisten, diesen teuren Starfriseur einzustellen. Ja, aber der Starfriseur ist nur Kraft seiner Intelligenz zum Starfriseur geworden. Der ist also hier aus diesem Bereich irgendwo und der kriegt selbstverständlich seine 50 € die Stunde. Na, und so. Ja, so funktioniert halt die Welt. Und genau das wollen natürlich die Linksextremisten alle nicht sehen. Schluck Wasser. So. Ja, also noch einmal. Wenn man wie Thilo Jung hohe Löhne für alle fordert, und es ist bei ihm so, er stellt das nicht nur als Frage, sondern bei ihm merkt man natürlich, dass er das wirklich glaubt, was er da fragt. Ne? Das ist schon so, das ist schon so, dass er, also wenn er Fragen stellt bei Christian Felber, ist es ganz anders, weil er die so stellt, weil er genau weiß, dass die Antwort ihm gefallen wird, stellt er sie natürlich auch entsprechend anders, als er sie bei Hans-Werner Sinn stellt, wo er weiß, dass er Kontra kriegt und so weiter. Also man merkt genau, was er wirklich denkt. Er glaubt wirklich das, was er da fragt. Ne? Ja, hohe Löhne für alle. Ja, eben.
Nochmal ganz klar, dafür müssten aber die Leute, die dafür plädieren, dass es hohe Löhne für alle geben würde, soll, müssten dann dafür plädieren, dass wir hier überhaupt keine Kinder mehr kriegen in Europa, in Deutschland und auch keine Zuwanderung in diesem Bereich mehr bekommen, sondern nur noch hier Kinder und Zuwanderung aus aller Welt bekommen. Also eine hochleistungsfähige Multikulti-Gesellschaft und dann kriegen wir alle ein hohes Lohnniveau, weil hier Deutschland wird dann das Hightech-Land und wird dann der Smartphone-Entwickler und Computerentwickler-Staat der Erde und wir werden die Besten der Welt wieder. Und dann wird auch jeder einen hohen Lohn bekommen. Ja, das geht aber nur darüber, also nur über solche Maßnahmen. Alles andere ist leider evolutionsbiologisch unmöglich. Das sind alles nur Träumereien. Ja, ja. Ja, also denn es muss ja jemand die Produkte erfinden, denen die Leute viel Geld zahlen und das muss dann Stundenlöhne von 20 Euro die Stunde rechtfertigen und erlauben und ermöglichen. Ne? Und wenn das so ist, dass die Produkte das hergeben, dann entspinnt ja ein Wettbewerb unter den Unternehmern, dass sie sagen, die Fähigsten zu mir und dann wird eben in der einen Annonce stehen, ich zahle ihnen 20 Euro die Stunde, in der anderen Annonce stehen, ich zahle ihnen aber 30 Euro die Stunde und dann werden die Fähigsten zu dem Angebot mit 30 Euro die Stunde gehen und dann werden die mit den 20 Euro sagen, nee, wir zahlen jetzt 35 Euro die Stunde, weil sie nämlich auch die Fähigsten haben wollen und dann gehen die Löhne automatisch in die Höhe und so weiter und das ist sozusagen, und nur so kommen wir an die hohen Löhne und das will ja aber Thilo Jung nicht, denn das widerspricht ja seinen linksradikalen Idealen. Ne? Ja, Jung redet der Mauer das Wort, das habe ich ja eben schon erklärt, ich wiederhole es nur noch mal kurz, weil es so wichtig ist. Er will quasi die Reichen einsperren, also eine Vermögensmauer um Deutschland herumziehen und das Auswandern mit dem Vermögen will er, also das Auswandern plus Vermögen mitnehmen, das will er verbieten. Na, das ist nichts anderes als, niemand will eine Mauer bauen, außer Thilo Jung, der will eine Mauer bauen. Ne? Sinn sagt dagegen, ja, dann richtig, dann kommen ja keine Reichen mehr nach Deutschland, es werden keine Firmen mehr, keine Arbeitsplätze mehr in Deutschland geschaffen. Die Welt meidet Deutschland. Und die reichen Gefangenen verlieren die Motivation, Gefangene werden arbeitsunlustig. Ne? Und ja, das ist das Dilemma. Die ganzen Linksradikalen würden die gesamte europäische Volkswirtschaft innerhalb weniger Jahre total zugrunde richten. Ne? Und das erkennt Sinn natürlich richtig. Ne? Sinn sagt auch, das bedingungslose Grundeinkommen sei zu teuer. Ungefähr 800 Milliarden pro Jahr wäre nicht stemmbar, ohne wieder den gleichen Effekt zu erzeugen. Ja? Dass er sagt dann ganz klar, dann wird jeder Vernünftige Deutschland verlassen und sein Vermögen mitnehmen und seine Firmen mitnehmen und seine Arbeitsplätze mitnehmen ins Ausland, weil jemand muss ja diese 800 Milliarden Euro pro Jahr bezahlen und das geht eben über die darüber, dass die das zahlen müssen und das an die hier geben, ne? Und dass wir uns dann diese schrecklich teure Bürokratie mit Arbeitsamt und allem sparen können, das ist natürlich dagegen zu rechnen. Ja? Deswegen diskutieren ja auch die Next Scientists for Future.de über das bedingungslose Grundeinkommen. Es gibt ja sogar einen Professor, der sogar ein 1250 Euro bedingungsloses Grundeinkommen befürwortet und so weiter. Aber diese offene Diskussion, es gibt einen anderen Professor, der wiederum sagt, naja, der Mensch braucht ein Stück gesunde Angst. Also der Mensch braucht schon so etwas wie, also sozusagen, ich will es mal so sagen, in der Natur
Es ist immer so, dass wenn ein Lebewesen sich auf Nahrungssuche begibt, setzt es sich immer gewissen Risiken aus. Und wenn es keine Angst vor Hunger gibt, die noch mitwirkt, dann, ja, bei der Katze zum Beispiel, die satte Katze, die zu Hause gefüttert wird, geht trotzdem auf die Jagd. Jetzt ist die Frage, ob sie auf die wirklich, das wird die Frage sein. Wird der Mensch noch auf die Jagd, also übertragen sein, aktiv an der Gesellschaft teilnehmen, wenn er wirklich satt ist, ja, weil er auch mit einem kleinen bedingungslosen Grundeinkommen eigentlich alles hat, sodass er völlig angstfrei leben kann. Und da sagt ein Professor von den Next Sciences, Weltrat der Weisen, muss man sagen, der ist vom Weltrat der Weisen, ich weiß jetzt nicht, wer genau alles zu den Next Sciences for Future.de gehört, aber es gehört ja nicht automatisch jeder Professor vom Weltrat zum Next Scientist for Future. Da müsste ich mich nochmal genau erkundigen. Aber Professor Panse zum Beispiel gehört zum Weltrat der Weisen und der spricht in seinen Büchern von der gesunden Angst und im Talk auch von der gesunden Angst, die der Mensch als Antrieb brauche. Ja, das wird so die Frage sein. Nehmen wir die Katze, die Existenz die Existenzangst völlig weg, indem sie bei uns gefüttert hat und ist und ihr Zuhause hat, ja? Und sie geht trotzdem zur Arbeit, nämlich auf die Jagd, weil es ihr Spaß macht. Sie geht damit das Risiko ein, dass sie auf der Straße überfahren wird, weil sie so im Jagdfieber ist und dann das Auto nicht sieht, ne? Und das ist so das Dilemma. Ist es beim Menschen genauso, dass auch wenn wir ihm die Angst vor dem Hunger wegnehmen, dass er dann tatsächlich noch einfach aus Spaß aktiv wird? Ja, da ist das so. Und wenn das so wäre, dann würde ja so ein Experiment, mal eine Region völlig bedingungslos Grundeinkommen einzuführen, wenn auch nur erstmal nur ein ganz kleines und sparsames, aber völlig ausreichendes, um alle Ängste zu beenden, ja, dass man dann würde man ja sehen, dass die Leute dann alle sozusagen, so wie die Katze aus Spaß auf die Jagd ging, während die andere Überlegung wäre ja, ein Lebewesen sollte ja eigentlich solche Risiken wie auf die Jagd gehen, der Katze vermeiden, solange sie satt ist, ne? Aber jetzt wird die Frage sein, wie sind Menschen gestrickt? Sind sie so wie die Hauskatze gestrickt, dass sie trotzdem auf die Jagd geht, auch wenn sie ganz satt ist und genau weiß, dass sie die Mäuse gar nicht zur Ernährung braucht? Ja? Keine Ahnung. Deswegen ist das die einzige offene Frage, die es bei den Next Scientists for Future.de gibt. Und da gibt es nur eins. Ausprobieren, in einer Region einmal riskieren und dann sehen, was passiert. Ja? Was kommt? Bleiben die Leute auf dem Sofa oder kommt es zur Mitwirkung? Ungeklärte Frage. Test machen. Ja? Aber auch das wollen ja dann die Linksradikalen nicht. Die wollen ja ihr bedingungsloses Grundeinkommen am liebsten auf Kosten der Reichen haben und nicht als eine sinnvolle Lösung haben und so weiter, die wissenschaftlich dann kontrolliert, dann eingeführt und untersucht wird. Sondern das ist ja alles im Rahmen eines linksnaiven, radikalen Denkens sozusagen. Und deswegen kooperieren die natürlich auch wieder nicht mit den Next Scientists for Future.de. Ja, das Jung hat ja auch mit Felber gesprochen. Naja, das Felber-Konzept von Jung, das bringt er natürlich auch nochmal ein beim Hans-Werner Sinn. Nur zehnfaches Einkommen will ja zum Beispiel der Felber erlauben. Ja, zum Beispiel 10-20-faches Einkommen. Das heißt also, dass all die Leute, die bis jetzt 1000-fach, 10.000-fach höhere, 100.000-fach höhere Einkommen pro Stunde verdienen als der Mindestverdienende im Unternehmen, ja, die sagen natürlich, ja hoppla, ist ja schön und gut, dass ich jetzt, was kriege ich denn dafür, dass ich jetzt nur noch 20-faches Einkommen verdiene und dann also auf viele Millionen pro Jahr verzichte? Was kriege ich denn dafür an gesteigerter Lebensqualität?
da haben doch die, da sagt dann Felber gar nichts, gar nichts. Sie haben sich einfach damit abzufinden und Jung würde sagen, ja, wir machen eine Vermögensmauer, sie können ja nicht flüchten, sie könnten nur ohne ihr Vermögen flüchten, weil wir keine physische Mauer bauen wollen, aber ihr Geld bleibt hier und dann können sie als Armer ins Ausland flüchten. Ne? Und dann sagt er sich, nö, mache ich nicht mit, dann flüchte ich noch schnell, bevor diese Spinner an die Regierung kommen, ja? Und so weiter, ja. Und jetzt sage ich mal, was die Next Scientists for Future.de sagen würden, ne? Die sagen jetzt hier, ja, lieber Milliardärskönig, also hier, die sie das hundertfache, na, da haben wir lieber Milliardärskönig, der sie das hunderttausendfache von dem verdienen, ja, pro Stunde bei ihnen aufs Konto einläuft, sozusagen. Wir nehmen ihnen erstmal gar nichts weg. Sie können, wir haben überhaupt kein Problem damit, wie auch Professor Sinn kein Problem damit hat. Ihr Geld soll ruhig einfach mal so weiterlaufen. Behalten Sie ruhig Ihre Milliarden. Das interessiert uns gar nicht, ja. Sondern wir bieten ihnen an, dass wir durch die Reformen Deutschland in ein Paradies verwandeln. Und wie verwandeln wir Deutschland in ein Paradies? Indem wir die Marktwirtschaft in jeder Form und den Kapitalismus in jeder Form beenden. Und wie machen wir, warum müssen wir das machen? Ja, weil eben die Lebensqualität in Deutschland nur deswegen so schlecht ist, weil hier ein Früharzt und ein Frühhändler kommen in eine Kommune und sagen, ach, ist das toll, wie ihr miteinander schmust und wie auch die Fähigsten bei euch, die Vorfahren der späteren Milliardärskönige, wie die so geliebt werden von euch und wie dann die Milliardärskönige die Frauen und Kinder eurer Kommune lieben und denen alles schenken, was sie haben und die Vorfahren der Milliardärskönige und deswegen gar nichts akkumulieren, gar kein Vermögen und keinen Besitz anhäufen und keine Güter anhäufen, sondern immer alles den Frauen und Kindern schenken, so wie es die Bonobos-Männer heute noch machen und so weiter, nämlich alles den Frauen und Kindern schenken, alles, was sie finden und an Nahrung finden und so weiter, ja. Und das ist ja so harmonisch und es ist ja toll, eure Kommune zu erleben und so weiter. Und hier, da sind die, irgendwann tauchen auch die Frühärzte und Händler auf, die sich irren. Nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss das entstehen. Und diese erzählen jetzt, ach, ist das eklig, widerwärtig, eure Geschmuse und Geschlecke, unkeusch, unschicklich und widerlich und so weiter. Und da diese Kommunen, die werden dann beeindruckt durch diese Händler, schmusen weniger, die alle werden verklemmt, alle erleiden einen Glücksmangel und alle werden konsumsüchtig und die Verbrecher spalten sich ab und holen sich in Zukunft ihr Glück mit Gewalt und die Vorfahren der Milliardärskönige spalten sich ab und machen ihr eigenes Ding, ihr patriarchales eigenes Ding und sozusagen machen ihre eigenen Unternehmen auf und werden akkumulations- und machtsüchtig, ja? So. Und deswegen, liebe Milliardärskönige, ist es ganz normal, dass euch gar nichts anderes übrig bliebe. Aufgrund der Marktwirtschaft wurde euch das Lebensglück, das Liebesglück geraubt. Und deswegen, liebe Milliardärskönige, ist es ganz richtig, dass ihr eben auf Akkumulation und auf Macht gesetzt habt und euch mit diesen Spielzeugen sozusagen versucht habt, damit Spaß im Leben zu haben, wenn es ja keine Liebe mehr im Leben gibt und kein Glück mehr gibt mit den Kommunen und so weiter. Und wir geben euch diese glücklichen Kommunen wieder zurück, denn rund um jeden Hausarzt entsteht nach den Reformen der Next Scientist for Future.de wieder dieses glückliche Kommunenleben. Und dann seid ihr herzlich eingeladen, mal reinzuschnuppern besuchsweise in diese Kommunen. Und wenn es euch dann gefällt, wie ihr da auch überschüttet werdet mit Liebe
und so weiter. Und wenn euch das gefällt, dann kommt doch mit euren Familien dann auch in die Kommunen rein. Und wenn ihr dann von ganz von selber wieder anfangt, fängt wie die Bonobos genau dasselbe Naturverhalten an den Tag zu legen, nämlich dass ihr diese Frauen und Kinder in der Kommune so liebt, dass ihr denen alles schenkt, dann geht die Schere zwischen Arm und Reich zusammen und der Reichtum verteilt sich über die gesamte Gesellschaft. Die ganzen United States of Northern Europe verteilt sich dann der gesamte Reichtum. Aber das macht ihr freiwillig. Niemand wird euch da reinreden. Also wenn Kommunismus, Sozialismus wieder entsteht, dann ganz von selbst. Und zwar der natürliche, naturgegebene Urkommunismus. Wir machen ja immer den Fehler, dass wir in der Biologie davon reden, von Affenhorden, Affenbanden oder Affengruppen. Das waren Kommunen, das ist eine kommunistische Lebensweise. Der Mensch, die Affen, das sind alles kommunistische Lebensweisen. Also der Urkommunismus ist die Naturlebensweise des Menschen und der Affen und der Bonobos und so weiter. Das sind Urkommunen. Professor Franz de Waal hat das ja mal teilweise zugegeben, indem er gesagt hat, hier, das sind ja richtige Hippie-Affen, die praktizieren ja Make Love Not War, das ist ja richtig urmatriarchales Hippie-Dasein und so weiter, ja. Ja, das ist, da hat er eben recht, weil er eine Ahnung davon bekommen hat, dass es eben Kommunismus ist, in dem die leben. Und Kommunismus ist das Einzige, was Menschen und Bonobos glücklich machen kann. Ja? Aber das hat uns ja eben genau die Marktwirtschaft, der Kapitalismus geraubt. Jede Form der Marktwirtschaft, egal ob soziale Marktwirtschaft, freie Marktwirtschaft, das spielt keine Rolle. Also Krall und Sinn liegen an dieser Stelle völlig daneben. Das Einzige, was gut ist bei Jung und Felber und den, ist, dass sie sozusagen diesen Kapitalismus beenden wollen. Aber das ist eine. Aber sie wissen nicht, warum. Sie wollen ihn aus den. Also genau genommen wollen die Linksextremisten den Kapitalismus aus den falschen Gründen beenden, nicht aus den richtigen Gründen. Ja, also. Die wollen den aus den falschen Gründen beenden, nämlich das ist der Grund für die ist, wir wollen den Reichen was wegnehmen und dadurch selber reich und mächtig werden. Ja? Das ist aber der falsche Grund. Das darf nicht der Grund sein, warum man den Kapitalismus beenden will. Man muss den Kapitalismus beenden, weil man mit den Milliardärskönigen wieder in einer kommunistisch-sozialistischen, idealplanwirtschaftlichen Welt leben will, die sozusagen die überall das Richtige tut. Marktelemente, Wettbewerbselemente, Leistungselemente, Leistungsmessungselemente, Leistungsranglisten, Transparenzranglistenelemente, dann, wenn sie sinnvoll sind, in Unternehmen Tandemsysteme, um die Wettbewerbssituation besser beurteilbar zu machen und so weiter. Also alle möglichen Systeme, Elemente, ja. Professor Sinn spricht ja von dem Allokationsproblem, das eben am besten über Marktelemente zu steuern ist. Aber eben, was Professor Sinn und Krall nicht verstehen, dass man mit planwirtschaftlichen Elementen erst einmal im Rahmen einer Planwirtschaft erst einmal das Grundproblem des Kapitalismus beheben muss, das Grunddilemma. Und dann kann man gezielt mit Marktelementen, Leistungselementen und so weiter gezielt dann sozusagen das Allokationsproblem richtig und effizient lösen. Also das heißt, die nextscientistforfuture.de beinhalten die guten Seiten von Sinn und Krall, ohne die schlechten Seiten von Sinn und Krall zu beheben. Und die und Felber, Jung und bedingungsloses Grundeinkommen haben in ihrer Linksradikalität und leider auch Fridays for Future wahrscheinlich überhaupt keinen Kontakt mit der Realität. Die sind in allem unrealistisch, ne? Und haben ein total, deswegen spreche ich ja auch von der Sekte der Linksradikalen, die sind, deren Weltbild ist noch unrealistischer als das der Zeugen Jehovas und der
Scientology miteinander multipliziert. Ne? Und ich darf das sagen, weil ich deren beide Konzepte studiert habe, bevor ich sowas sage. Ne? Das sind zwei Wahnsinnskonzepte. Ne? Ja, also, mit diesem zehnfachen Einkommen treibt man also die Fähigsten aus dem Lande, also noch einmal ganz plastisch hier. Die hauen dann ab, so schnell sie können, sobald sich sozusagen Felber auch nur nähert. Und eine Frau zum Beispiel, eine dieser verrückten Linksradikalen, hat mir das ja sozusagen auf meinen Text hin, sozusagen auf meine Vorträge hin, über die Kommentare zu dem Sender sozusagen geschrieben. Das wurde mir weitergeleitet, bevor es dann, ich weiß nicht, ob es gelöscht wurde, da habe ich ja keinen Einblick drin, aber mir wurde das so als Kopie eines Kommentars geschickt, woraus ich ja ersehen kann, diese Frau glaubte wirklich daran, ja, da wir sind ja alle Genies und so weiter und wir wissen das ja alles und wir können alles. Und die hat wirklich geschildert, ja, 2015, ja, da haben ja, da wurden ja die Gemeinwohlökonomie angehört in der Politik und in Europa wurde sie auch mal angehört und bei den Grünen wurden sie mal angehört. Ja, was ist denn seit 2015 geschehen? Das sind 5 Jahre vergangen, in denen sich alle gegen die Gemeinwohlökonomie entschieden haben, weil sie eben ahnen, dass das der Untergang Deutschlands wäre, ja, dieses kranke Konzept der Gemeinwohlökonomie, ja. Ja, also das heißt, also die verlassen das Land, dann bleiben die Deppen übrig und die Deppen wirtschaften Deutschland ganz kaputt und dann sind alle arm und dann leben alle, müssen alle rackern 10 Stunden am Tag und kriegen dafür 2 Euro am Tag. Na, dann haben wir aus Deutschland das neue Afrika gemacht. Na, da arbeiten ja im Moment alle dran, alle Linksradikalen. Na? Ja. Und die hier gehen halt dorthin, wo sie weiterhin Millionen bekommen. Warum nicht? Was ist an Deutschland im Moment ohne die Reformen der Next Scientists for Future.de, ohne diese Glückskommunen, ja? Ohne diese Glückskommunen, diese Hausarztkommunen, ja? Wo ist die Lebensqualität, weswegen ich bereit bin, alles zu verschenken, ja? Das ist nicht gegeben. Ja? Die Bonobos schenken alles ihren Frauen und Kindern, weil mehr als geliebt sein und ein größeres Glück als in ihrer Kommune glücklich zu leben, gibt es eben nicht. Ne? Ja, so ist halt der Mensch genetisch konstruiert, dass er dass für ihn das höchste Glück ist. Ne? So, und ja, das habe ich ja eben gesagt, dann sind die Dummen, Unfähigen unter sich, ja, also hier nochmal, die Dummen und Unfähigen sind unter sich und dann heißt es, Verhungern ist angesagt. Dann werden die, die gar nicht richtig arbeiten können, alle verhungern, denn die, die 2 Euro am Tag haben, die werden den Teufel tun, den Armen davon noch was abzugeben, ne? Und die werden verhungern. Dann wird es wie in der dritten Welt sein, dass ständig Menschen verhungern, ja? Kinder verhungern und so weiter. Ja? Dann haben wir das endlich auch in Deutschland geschafft. Ne? Ja, und Sinn, ja, der sagt, das, was Herr Jung, das, was Sie wollen, er duzt ihn, aber das tut sich schwer damit, weil er sehr sinnhöflicher Mensch ist und natürlich auch eigentlich beim Sie bleiben möchte. Ne? Ja, Herr Jung, was Sie da so sagen, das gibt es im Märchenbuch, aber nicht in der Realität. Zum Beispiel, dass Wohnungen gebaut werden aus idealistischen Gründen, um den Menschen ein lebenswürdiges Leben zu ermöglichen. Nein, also jemand, der als Bauunternehmer und als Investor sozusagen erfolgreich geworden ist, der ist deswegen erfolgreich geworden, weil er das gemacht hat, immer so gemacht hat, dass er auch maximalen Gewinn dabei erzielt hat. Ne? Und deswegen sind die Wohnungen bauen können, immer auch klar kalkulierende Unternehmer. Und wenn die keinen realistischen Gewinn sehen, keinen Unternehmerlohn sehen, dann investieren die auch nicht. Und dann wird eben in Berlin keine Wohnung mehr gebaut und keine mehr renoviert. Ne? Dann ist es halt vorbei
mit der Wohnqualität in Berlin. Dann verfallen halt die Wohnungen. Ne? Das erkennt ja Sinn auch ganz richtig. Ne? Ja, das sind eben alles linksradikale Traumtänzereien. Ja, und jetzt auf die Frage, ob Sinn noch eine Ideologie hat, kann er ja nur unwahrheitsgemäß antworten, da er nicht intelligent genug ist, zu erkennen, dass die Next Scientists for Future.de natürlich recht haben, dass Marktwirtschaft generell schlecht ist und beendet werden muss, ist er natürlich noch ein Ideologe des Marktes und damit nicht allzu viel besser als Dr. Markus Krall, auch wenn er natürlich viel tieferes Verständnis des Sozialstaates hat als ein Dr. Markus Krall, der ja eher für diesen Killer-Neoliberalismus steht, ja, also der uns ja alle ganz unglücklich machen würde, ja, und ja, so, dann gehen wir mal wieder hier hin. Systeme, da hat er wieder recht, Hans-Werner Sinn. Systeme darf man nicht so bauen, dass sie nur funktionieren, wenn alle Menschen sich altruistisch verhalten. Weil leider gibt es eben, das wissen natürlich auch die Next Scientists, dass eben die Menschen einen gesunden Egoismus haben, sozusagen, einen genetisch bedingten gesunden Egoismus. Sondern Systeme müssen so funktionieren, dass wenn alle sich egoistisch verhalten würden und gar niemand mehr sich altruistisch verhalten würde, dass sie dann auch noch funktionieren. Auch dann müssen sie noch funktionieren. Ja? Und genau so konstruieren natürlich die Next Scientists for Future.de dann natürlich den Staat. Ja? Aber Sinn kann das eben nicht richtig, weil er den Grundfehler der Marktwirtschaft nicht versteht. Ja, nur hat eben Sinn zeitlebens die gewinnbringenden Irrtümer übersehen. Ja, das alles, was ich vorhin geschildert habe, da geht es um die gewinnbringenden Irrtümer als das Grunddilemma der Menschheit. Ja, dass unter Bedingungen des freien Marktes automatisch die gewinnbringenden Irrtümer sich massenhaft ausbreiten, eine vollständige Gehirnwäsche der Weltbevölkerung darstellen und dadurch alles zerstören. Ja, das ist zwangsläufig. Ja? Und das ist naturgesetzlich so, dass Markt immer schädlich ist, solange er nicht eine planwirtschaftliche Lenkung über sich hat. Ne? Ein Markt braucht immer ein planwirtschaftliches Dach, einen planwirtschaftlichen Deckel. Ja, ach so, habe ich noch gar nicht erwähnt, wie der aussieht. Nö, ganz kurz dann noch mal dazu. Hier, die Wohlfühlstimme wäre ein Modell von 100 Modellen. Kann man drüber diskutieren. Vielleicht will man eines von den anderen 100 Modellen. Aber die Wohlfühlstimme würde alles ändern, denn alle die mit ihren gewinnbringenden Irrtümern riesige Profite gemacht haben, würden dann null Profite machen, weil jeder gewinnbringende Irrtum ja das Wohlfühlen der Menschen verschlechtert und die Gesundheitsdaten der Menschen verschlechtert. Und dadurch würden die in den Aussterbenspfad rücken, dann würden sie entweder umlernen oder tatsächlich ihren Laden schließen müssen. Und die Wahrheitsorientierten würden riesige Gewinne machen und sich ausbreiten und riesige Familien, Großfamilien von Ärzten und Händlern bilden. Ne? Und dann wäre das Problem gelöst. Also dann haben wir schon mal den ersten Ausstieg aus dem Kapitalismus. Ne? Ja, ja, also er hat eben zeitlebens Sinn, hat zeitlebens, genauso Sinn und Krall haben zeitlebens die gewinnbringenden Irrtümer übersehen. Dafür reichte ihre Intelligenz eben nicht aus, sondern nur die der Next Scientists for Future.de, so ist das halt, ja. Also Krall und Sinn sind sicherlich keine Dummen, ja, sondern die sind schon hier. Die haben schon einen guten Level hier irgendwie. Krall und Sinn würde ich ungefähr hier so einstufen. Also Sinn noch deutlich höher als Krall von der Intelligenz, ja. Aber eben das mit den gewinnbringenden Irrtümern aufzudecken, das war den intelligentesten vorbehalten. Und das sind eben ausschließlich in der Welt, gibt es nur eine Instanz, die das konnten. Das waren die Next Scientists for Future.de, ne?
So ist es nun mal. Genauso wie Wallace und Darwin. Wallace und Darwin waren in ihrer Zeit die allerintelligentesten, wahrscheinlich die zwei intelligentesten Menschen ihrer Zeit überhaupt. Und die haben halt das Rätsel des Lebens geknackt. Ne? Und niemand außer ihnen konnte das. Und wahrscheinlich war Lamarck von der Intelligenz eher hier, also zu dumm für die Lösung des Rätsels des Lebens. Ne? Und so ist das. Und all die anderen Spinner und Träumer waren eben auch alle hier zu dumm, um das, und nur Darwin und Wallace konnten das Rätsel des Lebens lösen, ne? Und wahrheitsgemäß zum Abschluss bringen. Ne? Mendel gehörte später noch dazu und so weiter. Ja, das heißt, bei Sinn halt und bei Krall zu wenig Psychologie halt. Ne? Und jetzt hat Felber zwar Psychologie studiert, aber wenn ich an meine Mitstudenten denke und wie sie alle mit einer 4 oder 3 durch die Prüfung gekommen sind oder gar ganz durchgefallen sind, also die meisten Psychologiestudenten konnten nicht bis 3 zählen. Ja? Also ja, bei mir, ich habe natürlich praktisch in allen Fächern die 1 gehabt als Note und die anderen sind teilweise reihenweise durchgefallen, ja, weil sie eben nicht bis 3 zählen konnten. Und das, obwohl ja immerhin Psychologie ein hohes Numerus Clausus-Fach schon damals war. Und so ist das halt. Aber das ist halt der Unterschied zwischen denen, die was können und die halt nichts können. Ne? Das ist halt, und Felber gehört halt zu denen, die im Studium nichts gelernt haben, ne? Und nichts lernen konnten, weil er nicht intelligent genug war. Ja? Die United States of Northern Europe, ja, also das ist ja auch Sinn, da geht es jetzt auch um Europa nochmal, ja. Also wenn wir mit der Welt nochmal mithalten wollen, müssen wir jetzt schleunigst die United States of Northern Europe gründen mit Englisch für alle, ja, und mit Zweitsprache Deutsch, Französisch und so weiter. Man kann ja immer wieder zurückfallen in die alte Sprache, bis man alles perfekt kann. Aber immer wenn es geht, spricht man Englisch. Und dann natürlich, Sinn sagt richtig, natürlich mit einer gemeinsamen europäischen Armee. Ist doch klar, man muss einen wirklichen Staat machen. Ja? Und das, dann kann man diesen Raketen von den Next Scientist for Future.de geplanten, reinen defensiven, also Abrüstung befördernden Mini-Raketen-Abwehrriegel rund um die United States of Northern Europe machen, dann sollten sich erstmal die United States of Southern Europe, die USSE, zusammentun sozusagen. Und wenn dann diese irgendwann so weit sind, dass sie sagen, ja okay, wir sprechen jetzt alle Englisch und wir wollen jetzt wirklich das United States of Northern Europe, USNE und USSE zusammengehen sollten, dann machen wir das und so weiter. Aber erstmal ist es schwer genug, überhaupt mal die USNI sind jetzt schon eine Herausforderung. Ja? Also wer soll dazugehören, wer nicht? Kann man die Engländer wieder gewinnen? Kann man die Schweizer dazu gewinnen? Das sind genügend unklare Fragen. Ja? Die Österreicher wird man hoffentlich dazu gewinnen und so weiter. Ja? Und dass man erstmal da Holländer und so weiter, Belgier und so weiter, und Schweden und Norweger und Finnländer, dass man die alle dazu kriegt, die Dänen und so weiter. Ne? Ja, also und dann das Kriegslüstern, muss man auch mal ganz kurz erklären. Ja, also hier ganz kurz Schluck Wasser. Ganz kurz das Kriegslüstern. Also hier Standardbeispiel, der Händler hat Steinäxte dabei, sagt, ach, ist ja toll, wie friedlich, wie schön ihr die Nachbargruppen besucht und so weiter. Eine Gruppe hat die andere besucht und das war ein rauschendes Fest der Liebe. Eine Kommune hat die andere besucht und der andere Händler irrt sich mal wieder und übersetzt falsch und er sagt, eine Kommune hat die andere nachts heimgesucht und das war ein Blutbad.
Ja, und dann kriegen die natürlich Angst, kaufen ihm seine Steinäxte ab und schon ist er der geborene Waffenhändler und erfolgreiche Waffenhändler. Und so erzeugt der freie Markt automatisch den Krieg. Schluck Wasser. Ja, dann deutet Sinn richtig an. Ausatmen kostet nichts mehr in Zukunft. Alles andere an Giftemissionen, CO2-Emissionen muss weltweit sehr teuer werden. Er schlägt vor, den Club der Willigen mit einem Emissionshandel, wo also wirklich jeder den gleichen Preis für jede Gift- und CO2-Emission bezahlt, außer Ausatmen. Alles kostet dann was. Und alle, die von außerhalb dieses Clubs der Willigen, USA hoffentlich, Europa, China, alles, was dann außerhalb noch was einführen will in diesen Club der Willigen, das wird durch gewaltigste Einführzölle bestraft, weil die ja die Atmosphäre weiterhin vergiften. Ne? Und dann werden die auch bereit sein, diesen Emissionshandel mit einzusteigen und dann werden die Einführzölle abgeschafft und so werden die dann reingelockt quasi. Und dann am Ende ist die ganze Erde willig und dann hätten wir das Problem gelöst. Ja, das war's. Also, tschüssi, bis bald.